Die Gerippe spielen zum Tanz, der Triumph des Todes. Das letzte Bild des jüdischen Malers Felix Nussbaum. Es trägt das Datum vom 18. April 1944. Wenige Wochen später wird Felix Nussbaum in Auschwitz ermordet. Felix Nussbaum wird 1904 in Osnabrück geboren. Seine Eltern sind wohlhabende Kaufleute. Der Vater betreibt eine Eisenwarenhandlung. Mehrfach wechselt die Familie die Wohnung. ...1922 leistet sie sich eine exklusive Villa in der Osnabrücker Schlossstraße. Felix Nussbaum ist kein guter Schüler, anders als sein 3 Jahre älterer Bruder Justus, der als Musterschüler gilt. Felix Nussbaum geht auf das Königliche Realgymnasium. Vorher hatte er die israelitische Elementarschule besucht, die Volksschule der jüdischen Gemeinden. Nach der Untersekunda verlässt er die Schule. Sie ist ihm ein Gräuel. Seine Leistungen sind mäßig. Felix fühlt sich zum Künstler berufen. Im Gegensatz zur Mutter hat sein Vater nichts gegen den Wunsch, sich dem Kunstgewerbe zu widmen, wie es im Abgangszeugnis heißt. Philipp Nussbaum, ein kunstsinniger Mann, ist stolz auf die Neigung des Sohnes. Aber sein Vater hat ihn sehr gefördert, hat ihn sehr verstanden, war sehr stolz auf ihn, sehr, sehr stolz auf ihn, hat alles für ihn getan, was er nur konnte. Felix war für ihn alles und er hat uns auch mal gesagt, das kann ich mich noch erinnern, Felix wird mal sehr berühmt werden, er ist ein sehr guter Maler. Gut, viele Väter können das von ihren Kindern sagen, aber er hat ja auch was davon verstanden, er hat ja selber gemalt, Onkel Philipp, der Bruder meines Vaters. Jüdische kulturelle Identität, Anpassung oder Bewahrung. Diesen Konflikt erlebt auch Felix Nussbaum. 1926 malt er das Bild Die beiden Juden. In durchaus traditioneller Weise zeigt er das Innere einer Synagoge. Der Konflikt wird auf die beiden Personen im Vordergrund zugespitzt. Der alte Mann vertritt die Orthodoxe, der junge Mann, ein Selbstporträt Felix Nussbaums, die moderne Generation. Das Bild ist ein Bekenntnis zum modernen Judentum. Porträts der Eltern, energisch und streng die Mutter. Weltmännisch mit Zigarette der Vater. In diesen frühen Jahren entstehen vor allem Bilder aus Osnabrück und Umgebung. Fingerübungen. Er war auch immer sehr ordentlich angezogen. Nicht wie viele andere Maler, die manchmal schlumprig rumgegangen sind und haben gemeint, das muss so sein beim Künstler. Aber Felix war das nicht. Er war immer sehr ordentlich und fein angezogen. Das haben wir auf Fotos gesehen, das haben seine Eltern gesagt. Er war sehr sentimental, sehr gefühlsvoll. Hat das Gefühl gehabt, als ob man ihn nicht richtig versteht, nicht alle. Sein Vater hat ihn sehr gut verstanden, aber das ist auch bekannt. Sein Bruder hat ihn nicht so gut verstanden, obwohl sein Bruder ein sehr, sehr netter Mensch gewesen ist, den ich sehr gut kannte, seinen Bruder Justus, den Elternbruder. Aber man hat es nicht so ernst genommen, dass es wirklich was ist, dass es zum Leben was ist und so. Ja, der Bruder war ein tüchtiger, sehr tüchtiger Geschäftsmann.
Die Bilderwelt des Felix Nussbaum. Sie entwickelt sich in Berlin, wo er seit 1923 lebt und studiert. Es entstehen Zigeunerbilder, melancholisch und präzise beobachtet. Die antike Gräberstraße im südfranzösischen Arles. Der gebildete Bürger erkennt die Anspielung. Van Gogh. Dies Bild ist auch ein Abschied vom großen Vorbild Vincent van Gogh. Eine lustige Badegesellschaft auf Norderney, gemalt im Jahr der Weltwirtschaftskrise. Das Bild drückt auch die existenziellen Ängste Nussbaums aus. Nussbaums Schreckensbilder. Sie sind, wie ein Freund schreibt, nicht dekorativ und raffiniert, also modisch nur und Fassade, sondern empfunden und erlitten. Rom. Die Deutsche Akademie Villa Massimo. 1932 erhält Felix Nussbaum ein Stipendium. Eduard Arnold, einer der reichsten Männer Berlins, hatte die Villa 1910 gekauft. Der preußisch-jüdische Geheimrat war Kunstliebhaber. Junge Künstler sollten hier in der ewigen Stadt ohne finanzielle Sorgen ihr Talent entwickeln. Zwölf Ateliers hat die Villa Massimo noch heute für Musiker, Maler, Bildhauer, Schriftsteller, Architekten. 1931 hatte Felix Nussbaum in Berlin erste Erfolge. Der Aufenthalt in Rom sollte eine weitere Stufe auf der Karriereleiter sein. Wie alle anderen bezieht er ein helles, geräumiges, aber eher spartanisches Apartment. So sehen die Wohnungen heute aus. Kaum anders als vor mehr als 60 Jahren. Nussbaum ist enttäuscht von Italien und Rom. Es kam mir alles so künstlich, archäologisch vor, resümiert er später. In den Bildern, die hier entstehen, nichts von der Euphorie so vieler Italienreisender. Rom scheint für ihn hauptsächlich aus dunklen Mauern zu bestehen. Am 15. Mai 1933 kommt es zu einem Eklat, zu einer Schlägerei mit dem Malerkollegen Merwelt, erinnert sich Arno Breker, ebenfalls Rom-Stipendiat und später Hitlers Lieblingsbildhauer. Zwei Tage später muss Nussbaum die Akademie verlassen. Er flüchtet überstürzt, lässt seine Bilder zurück. Längst schon hatten die Nazis die Akademie im Griff. Im April war Josef Goebbels hier gewesen. Der Akademiebetrieb läuft weiter. Bis 1942. Felix Nussbaum, nur eine Palme erinnert an seinen Aufenthalt, malt das Bild Zerstörung. Ahnte er, was kommen sollte? Der Auseinandersetzung in Rom war eine weitere persönliche Katastrophe vorausgegangen. Künstlerpech, so die Schlagzeile einer Berliner Zeitung. Bei einem Brand in Nussbaums Atelier waren rund 150 seiner Bilder zerstört worden. Erst langsam wird klar, Nussbaum war in der Künstlermetropole Berlin bekannter als bisher angenommen. Ende 1994 tauchte ein Band mit Ausstellungskritiken auf. Felix Nussbaum selber hat sie gesammelt und zusammengestellt.
Er ist natürlich nicht das Malgenie, das also schon mit 5 Jahren jetzt die großartigen Dinge macht. Er ist in der Anfangsphase ein Suchender. Er orientiert sich an Van Gogh, aber auch an anderen Künstlern. Nur er findet dann im Laufe seines Lebens durchaus seine eigene Sprache. Und das fängt ab 29, 30 schon an. Man kann aber sehen, dass die Zeitgenossen in der damaligen Zeit ihn, was die Pressekritiken angeht, durchaus als eigenständigen Maler gesehen haben, auch die Bezüge zu anderen Künstlern, an denen er sich orientierte, gesehen haben, aber sein Witz, seine innovative Kraft und seine Bilderfindungsgabe, die haben sie ganz schnell erkannt. Das kommt also auch in diesen zeitgenössischen Kritiken zum Ausdruck. Immer wieder haben große Berliner Zeitungen über Ausstellungen berichtet. Berlin und Rom liegen hinter ihm. Felix Nussbaum geht nach Alassio an der italienischen Riviera. Es ist Mai 1933. Das mondäne Seebad ist ein internationaler Treffpunkt. Trotz Faschismus ist Italien, zumindest bis zum Beginn des Krieges, ein vergleichsweise freizügiges Land. Ausländer, ob Juden oder Nichtjuden, können ohne zeitliche Begrenzung bleiben. Es gibt keine verschärften Bestimmungen. Felix Nussbaum und Velka Platik verleben hier eine glückliche Zeit. Das Malen geht mir leicht von der Hand. Ich bin vollen Mutes, schreibt Felix Nussbaum im Juni 1933. Seine Bilder zeigen, er lebt als Tourist, der sich der Kunst widmet. Alassio und die Riviera bieten dem Künstler viele Motive. Südliche Architektur, Strand, Palmen. Die Altstadt von Alassio, Postkartenmotive. Damals wie heute ein beliebter Treffpunkt zum Flanieren. Felix Nussbaum fühlt sich hier wohl, verliert eine Zeit lang seine Ängste. Er arbeitet an einem Roman, der aber verschollen ist. Trotz aller positiver Grundstimmung, Nussbaum bleibt auch in Alassio ein Fremder, taucht nicht ein in die Masse der Touristen. Dies sagt zum Beispiel sein Bild Gasse zum Meer. Badeszenen, als habe er sie durch ein Fernglas beobachtet. Ein menschenleerer Strand mit einem Boot. Fast eine abstrakte Komposition, wie auch die Stadtansicht von Alassio. Keine romantischen Szenerien, sondern Bilder von Fernweh oder auch Heimweh. Nur gelegentlich lässt sich Nussbaum von der mediterranen Atmosphäre fangen. Meistens jedoch bleibt der Blick distanziert. Als Maler habe ich im Süden nichts gelernt. Die Wirklichkeit blieb hinter den Träumen zurück, schreibt Nussbaum später. Nach den Landschaften voller Irritation und Distanz entstehen einige Ansichtskartenbilder. Künstlerisch belanglos. Die Bahnstation von Alassio, auch dieser Ort nur eine Durchgangsstation. Von Alassio aus unternimmt Nussbaum, wie er sie nennt, Orientierungsfahrten nach Sanremo, Monte Carlo, Paris. Hier an der Riviera trifft Felix Nussbaum zum letzten Mal seine Eltern. 1934 waren sie in die Schweiz gegangen, schweren Herzens, denn Philipp Nussbaum hatte Deutschland sehr geliebt. Noch einmal verlebt die Familie eine kurze, aber wohl glückliche Zeit miteinander. Und dann sind sie nach Köln gezogen, am Sachsenring 91, 93. Und da war immer reger Kontakt, immer war Kontakt mit uns. Sind auch öfters nach Emden gekommen und so, und uns besuchen. Früher ist man nicht so viel gefahren wie heute. Als er sein Auto hatte, ist er öfters gekommen.
Und dann haben sie dort gelebt. Und als dann die Kristallnacht war, nach der Kristallnacht sind sie mit 10 Mark, wie auch ich, aus Deutschland raus und nach Amsterdam. Und da haben sie erst mal bei dem Sohn gewohnt. Und dann haben sie eine kleine Wohnung gehabt in der Lechmeerstraat Nummer 10. 10 oder 11, ich glaube 10. Und da haben sie gewohnt. Felix Nussbaum bleibt vorläufig noch an der Riviera. Er trifft hier seinen Freund aus Berliner und Osnabrücker Tagen, Fritz Steinfeld. Der versucht, ihn und Völker Platek zu überreden, mit nach Palästina zu kommen. Vergebens. Felix Nussbaum und Völker Platek lehnen ab. Der Süden, für so viele Künstler Quelle der Inspiration, für Felix Nussbaum eine einzige Enttäuschung. Sein Resümee: ängstlich und mutlos schweifte ich eine lange Zeit an der italienischen Riviera entlang, malte wenig. Die fortwährende Suche nach einem neuen Vaterland nahm meine ganze Zeit in Anspruch. Nirgends wohnhaft zog ich umher mit hastig notierten Aquarellen, zusammengerollt als Gepäck. In Deutschland wächst der Terror der Nationalsozialisten. Die Judenverfolgung wird immer schlimmer. Auch in Osnabrück werden jüdische Geschäfte geplündert, verlassen viele Juden ihre Heimatstadt. Im Osnabrücker Schloss, heute Sitz der Universität, foltert die Gestapo. Die Fenster sind vergittert, die Türen aus Stahl, die Schreie der Gefolterten nicht zu hören. Ein Zeitdokument, das Mitteilungsblatt der NSDAP Osnabrück-Altstadt. Wer noch bei Juden einkauft, wird hier namentlich genannt, mit Angabe der Anschrift. Anders als seine Eltern kehrt Felix Nussbaum nicht nach Deutschland zurück. Im Januar 1935, nach kurzem Aufenthalt in Paris, beantragt er in Belgien ein Touristenvisum. Der kranke Reiter, ein Bild der Irritation und Bedrohung. Nussbaum malt es in Belgien im Jahre 1935. Ostende, Via Lazio und Sanremo, ein weltbekanntes Seebad. Es ist Februar 1935. Wir erreichten Ostende an einem Winterabend. Ich werde das nie vergessen, so prächtig war das. Wir waren ziemlich herunter, müde im Kopf, müde in den Beinen. Wie ein Fischerboot ruhten wir im Hafen von Ostende aus. Das schreibt Felix Nussbaum in einem Brief an Ludwig Meidner. Immer wieder müssen Felix Nussbaum und seine Frau um eine Verlängerung des Visums kämpfen. Hilfreich ist der künstlerische Leiter des Kursaals von Ostende, Dr. Desiree Staines. Er stellt ein günstiges Gutachten über Felix Nussbaums Begabung und sein Werk aus. Der Hafen von Ostende. Hier findet Nussbaum viele Motive. Obwohl er Ostende liebt, entstehen Bilder voller Düsternis. Eintönig erscheint Ostende und bedrohlich. Orte der Hoffnungslosigkeit. Warten und Verunsicherung. Stichworte, die wohl am besten die Situation und Verfassung Nussbaums benennen. Neben dem künstlerischen Leiter des Kursaals ist es vor allem der Maler James Ensor, der Nussbaum immer wieder hilft. Hier das Ensor-Museum in Ostende. Ensor ist in Belgien ein sehr anerkannter Künstler. Auch er schreibt Gutachten, die dazu führen, dass Nussbaums Aufenthaltsgenehmigung verlängert wird. Nussbaum lässt sich auch künstlerisch von James Ensor anregen. Doch auch das freundschaftliche Verhältnis zu dem berühmten Malerkollegen ändert nichts an der Situation. Felix Nussbaum lebt im Exil.
Er fühlt sich entwurzelt. Seine Bilder drücken es aus. Ob in Alassio, Ostende oder später Brüssel. Finanziell geht es Felix Nussbaum immer sehr schlecht. Es entstehen Gelegenheitsarbeiten. Er kauft Fliesen, bemalt sie und verkauft sie dann an kunstsinnige und wohlhabende Belgier. Er beteiligt sich an einem Wettbewerb eines belgischen Verlages, der Illustrationen für seine Schulbücher sucht. Nussbaum gewinnt den Wettbewerb. Ohne die Unterstützung seiner Eltern, die mittlerweile nach Amsterdam geflohen sind, wäre die Lage wohl noch schlechter gewesen. Schwarze Vögel am Himmel, Sinnbild der Bedrohung. Wer verfolgt wird, muss sich tarnen, mit Masken, um nicht entdeckt zu werden. Eine Blume und ein Pinsel vor einem vergitterten Fenster. Zaghafte Ansätze politischer Kunst bei Felix Nussbaum. Nussbaums Selbsteinschätzung als politischer Künstler, der tragikomische Ritter. Das fängt eigentlich schon dann an, aber verstärkt wird es dann ab 35, 36, wo er dann im Exil ist und von dem er ja dann auch nach Deutschland nicht mehr zurückkommen sollte. Da intensiviert sich das, weil er auch plötzlich die eigene Bedrohung sehr viel stärker spürt. Der Überfall der Deutschen auf Polen. Und Nussbaums Reaktion. Immer stärker wird in fast jedem Bild, das nun entsteht, die Bedrohung spürbar, in der Felix Nussbaum lebt. Spürbar auch die Politisierung seines Werkes seit dem Beginn des Exils. Schon in den frühen Bildern hatte sich Felix Nussbaum porträtiert. Im Exil nun entsteht eine ganze Reihe von Selbstporträts. Er sucht seine Identität. Die Selbstbildnisse des Felix Nussbaum. Sie sind eine Reaktion auf das Elend der Immigration. Der Künstler ist entwurzelt. So hat er es formuliert. Sturm über Europa. Schon 1937 sieht Nussbaum den Krieg kommen. Stillleben mit Gliederpuppe. Die Welt ist unerklärlich geworden. Südfrankreich, nahe der spanischen Grenze bei Perpignan. Saint-Cyprien, ein beliebter, im Sommer gern besuchter Familienbadeort. Mitten in der Stadt an der Promenade eine Skulptur des französischen Bildhauers Mayol. Ein Freund Anno Brekers und wie dieser kein Feind der Nationalsozialisten. Die Skulptur steht ganz in der Nähe des Strandes. Und hier befand sich die Hölle von Saint-Cyprien. Wo heute die Urlauber die Sommerfrische genießen, war früher ein Gefangenenlager für die Kämpfer des Spanienkrieges. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Belgien wird auch Felix Nussbaum hierhin deportiert. Im August 1940 sind mehr als 2500 Deutsche interniert, darunter knapp 300 Arier, wie das Auswärtige Amt registrierte. Menschenunwürdige Bedingungen herrschen in Saint-Cyprien. Es gibt keine ärztliche Versorgung. Hunger, Durst, verseuchtes Trinkwasser, Ruhr und Typhus lassen viele Gefangene sterben. Die oft betrunkenen Wachen sind äußerst brutal. Felix Nussbaum im Lager Saint-Cyprien. Über ein Lager in Bordeaux flieht er nach Brüssel. Flüchten war gefährlich, zumal die Gestapo gekommen ist ins unbesetzte Frankreich und wollten die Juden
alle nach Deutschland zurückbringen, haben ihnen Himmel und Erde versprochen. Und das war natürlich nicht so gemeint. Und Felix wäre beinahe mitgegangen. Aber dann ist ein Freund von ihm, hat gesagt, du gehst jetzt mit und wir müssen flüchten. Und da sind sie geflüchtet und er ist zurückgeflüchtet nach Brüssel, wo seine Frau war und wo auch sehr viele Freunde von ihm waren, die ihm auch geholfen haben. Da, ab da musste er in Untergrund gehen. Und das hat er auch gemacht. Lagererfahrungen, gezeichnet von Karl Schwesig. Sie erreichen nicht die Intensität der Bilder, die Felix Nussbaum nach seiner Flucht aus der Hölle von Saint-Cyprien malt. Die Erfahrungen im Lager haben sich tief in das Bewusstsein Nussbaums eingegraben. Diese Bilder entstanden nicht im Lager, sondern erst später in Brüssel. Diese Bilder zeigen den Lageralltag. Ein Gefangener erinnert sich. Wir haben immer gesagt, sie scheißen sich zu Tode. Belgien 1942. Der Terror der Nazis nimmt zu. Gemeinsam schlagen wir sie. Ein Plakat, das zur Judenverfolgung aufruft. Felix Nussbaum und seine Frau Felker leben versteckt in Brüssel. Wir stellen uns vor, jeder Gang durch die Straßen, durch die Parkanlagen ist gefährlich. Seit dem 1. Juni 1942 dürfen Juden nachts die Wohnung nicht mehr verlassen. Wer Juden beherbergt, wird bestraft. Vermutlich konnten die Nussbaums ihre Wohnung in der Rue Agimet 22 nur selten verlassen. Wir stellen uns weiter vor. Felix Nussbaum geht von seinem Versteck in der Rue Agimet zu seinem Atelier. Ein gefährlicher Weg. Alle Juden sind registriert. Nussbaum kann sich nicht mehr frei bewegen. 15 Minuten etwa dauert es zur Rue General Gardry. Dort hat Felix Nussbaum 1943 ein kleines Atelier bekommen, von der Familie Billestrat. Es befindet sich im Keller. Immerhin kann er hier malen, seinem Beruf, seiner Berufung nachgehen. Die Bilder, die nun entstehen, zeigen, die Bedrohung wird immer größer. Ein übergroßes Tuch, eine Kette aus Stacheldraht, die Leiden einer Frau, gemalt 1941. Unklar ist, ob sich das Bild auf Judendeportationen nach Mauthausen bezieht. Das junge Paar aus dem Jahre 1941. In ganz Europa herrscht Krieg. Die weiße Flöte spielt nicht mehr. Die Kunst kommt nicht mehr zu den Menschen. An Felix denke ich sehr viel und an alle. Aber wenn ich dann zu Hause die Bilder sehe, dann ganz besonders an Felix. Wie tragisch es ist, wenn jemand so lange versteckt war und genau zuletzt verraten wird und deportiert wird und ins Gas kommt, nicht mehr zurück nach Auschwitz. Das denke ich sehr, sehr oft.
von allen unseren Verwandten und Freunden, aber bei Felix ganz besonders, weil er zu lange im Untergrund gesessen hat. Ich habe nur 2 Jahre und 4 Monate gesessen im Untergrund. Und das ist schrecklich, die ganzen Ängste, die auch Felix gehabt hat, die alle gehabt haben. Aber Felix ganz besonders hat die Ängste gehabt, weil er ja schon vorher im Lager gewesen ist und immer wieder Angst gehabt hat, er wird wieder gepackt werden und verraten werden. Und das ist so leider zum Schluss gekommen. Einblick in die Seelenlage eines Verfolgten. Selbstbildnis mit Judenpass. Experten deuten das Bild so. Nussbaum weiß, dass die Vernichtungsmaschine der Nazis auch ihn trifft. Doch gibt ihm diese Erkenntnis auch seine Würde und damit seine Freiheit zurück. Der Orgelmann, Nussbaums Symbol für Melancholie und für sein Künstlerdasein, spielt nicht mehr. Hinter seinem Rücken Zusammenbruch. Die Rue Archimède in Brüssel. Aus seinem Fenster schaut Felix Nussbaum auf diese Gebäude. Sie tauchen als Hintergrund in einigen seiner Bilder auf. Ausdruck einer aufs Extremste eingeschränkten Bewegungsfreiheit. Soir, Abend, heißt das Selbstbildnis mit Velka Platik. Ihrer beider Nacktheit steht im Gegensatz zur sperrigen, unsinnlichen Umarmung. Le Soir ist das amtliche Mitteilungsblatt der deutschen Militärregierung in Belgien. Die Teppichfalte, ihr Fuß auf seinem. Felix Nussbaum ist ohne Velka Platik hilflos. Sie war auch der Grund für die abenteuerliche Flucht zurück nach Brüssel. In seinen letzten Bildern wird die Isolation und Bedrohung immer deutlicher, beschworen in apokalyptischen Visionen. Das Ende. Eines Nachts, etwa gegen 1 Uhr, wurde das unmittelbare Umfeld unseres Hauses abgeriegelt. Auf der Straße und auf den Dächern deutsche Soldaten. Suchscheinwerfer strahlten das Haus an. Soldaten rannten in die Mansarde. Wir haben von oben fürchterliche Schreie gehört. So schildert ein Hausbewohner die Festnahme Felix Nussbaums und seiner Frau. Ein altes Foto der Rue Archimède 22. Das Haus steht nicht mehr. Er war befreundet mit einem Deutschen vom Militär oder in Zivil war der, mit dem war der so quasi befreundet, er hat ihm geglaubt. Und man vermutet eigentlich, dass er ihn zuletzt verraten hat. Das Sammellager Malin bei Brüssel. Hierhin wurden Felix Nussbaum und Velka Platik verschleppt. 26 Deportationszüge mit mehr als 2400 Juden gingen von hier aus in die Vernichtungslager. Der letzte Zug vor den anrückenden Alliierten verließ Malin am 31. Juli 1944. Velka Platik und Felix Nussbaum kommen am 2. August in Auschwitz an. Kurz darauf werden sie ermordet. Das Sammellager Malin, heute eine moderne Wohnanlage. Nur alte Fotografien und ein kleines Museum erinnern an das Leid. Zynisch nennen die Nazis die Deportationsbescheide Einsatzbefehle. Exkurs Israel Be'er Tuvia, ungefähr 60 Kilometer von Jerusalem entfernt. Zef Yari ist, wie seine Frau Schulamit, einer der wenigen Verwandten Felix Nussbaums, die überlebt haben, die der Vernichtung entkommen konnten.
Sef Yari ging schon in den 20er Jahren nach Palästina und kam mit der jüdischen Armee am Ende des Krieges auch in die Niederlande. Vor einigen Jahren errichteten 25 nach Israel ausgewanderte deutsch-jüdische Familien, die nun in Be'er Tovia leben, eine Gedenkstätte. 175 Namen sind eingraviert, nur die engsten Verwandten der 25 Familien. Also hier, das ist der Stein von unserer Familie. Hier oben drauf steht drauf der Familie Yari. Familie von der Eve, von mir, ja. Umgekommen, meine Mutter Lina van der Walde. Meine Schwester Hertha, das ist der Abschnitt, der zur Familie van der Walde gehört. Dann die Familie von Schulamit, die Eltern Jakob und Marianne Nussbaum, der Bruder Uri und die Schwester Ruth. Osnabrück. Anfang der 70er Jahre entdeckt die Stadt den Maler Felix Nussbaum. Dies ist dem Journalisten Wendelin Zimmer und dem städtischen Angestellten Peter Jung zu verdanken. Heute befindet sich in Osnabrück die wohl größte und wichtigste Sammlung von Werken Nussbaums. Der größte Teil wurde 1995 von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung erworben. Osnabrück erhält die Bilder als Dauerleihgabe. Immer wieder kommen Bilder hinzu, die unbekannt waren oder als verschollen galten. Diese kamen Ende 1994 aus den USA nach Osnabrück. Felix Nussbaum und Osnabrück. Das ist auch die Geschichte der Nussbaum-Villa. 1987 lehnte es der Rat der Stadt aus finanziellen Gründen ab, das Haus zu kaufen. Und er war sehr gepflegt. Sie hatten einen Gärtner, der hat es sehr gepflegt. Und hier haben wir auch manchmal gefrühstückt. Ganz selten nur kann Schulamit Yari Nussbaum das Geburtshaus ihres Cousins Felix besuchen. Sie hätte es gern gesehen, wenn hier eine Gedenkstätte entstanden wäre. Es ist ein sehr, sehr komisches Gefühl für mich, hier reinzukommen. Die Leute sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Sind leider in Auschwitz, haben sie ihr Leben gelassen, sind sie ermordet worden. Und darum ist es so ein trauriges Gefühl für mich, hier heute reinzukommen. Ebenfalls meine Eltern sind ermordet worden, Bruder und Schwester. Und von den Nussbaums, Felix, seine Eltern, sein Bruder Justus mit seiner Frau Hertha, geborene Bein, und Marianchen, das Töchterchen, und noch viele andere. Die Nussbaum-Villa wird keine Gedenkstätte. Dafür entsteht im Garten des Kulturgeschichtlichen Museums ein Nussbaumhaus, in dem die Bilder einen angemessenen Platz finden werden. Bei Nussbaum und dem Liebeskind-Projekt dafür ist es insofern auch interessant, als er diese Lehrräume schafft, um zu zeigen, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass, was in einem Museum zu sehen ist, das sind nur Bruchstücke aus der Geschichte. Und im Grunde das, was verloren gegangen ist, auch die menschlichen Beziehungen, die ganzen Kontakte, die, ge,
die es gegeben hat, die erkennen wir ja nicht mehr. Wir können das nur mühsam versuchen zu rekonstruieren. Wir wissen aber auch als Historiker, dass wir Geschichte nie voll fassen können. Und auch dieser Aspekt ist wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich, was fehlt uns heute? Und das angesichts eines jüdischen Schicksals zu tun, halte ich für ganz wichtig. Denn Deutschland ist ja mit der Vernichtung des Judentums auch Wichtiges an Kultur, Wissenschaft und Menschentum verloren gegangen. Es ist auch ein Fehler eigentlich schon gewesen, ihn als Maler des Holocaust einzuschätzen, denn er hat den Holocaust ja nicht gemalt. Er hat etwas gemalt, was mit seinem persönlichen Schicksal zu tun hat, und er hat ja nicht mehr gemalt, als er ins Konzentrationslager kam. Er hat natürlich die Bedrohung dargestellt in symbolischen Bildern.